So, hi, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch mal, wie ihr euer iLocket über den Farbencode aufschließen könnt. Wenn ihr iLocket kauft, dann kommt es generell schon mal mit einem Masterfarbencode. Den solltet ihr auch niemandem weitergeben. Und ansonsten habt ihr ja die Möglichkeit, hier immer wieder neue Farbcodes zu erstellen und ja, diese zu teilen oder auch für euch als Reservecode zu haben. Ich bin jetzt im Moment nicht verbunden mit dem Fahrrad. Wir machen das Schloss mal zu. Und ich hoffe, ihr könnt jetzt gleich die Farben auch sehen. So, also das sind die Farben, die wir eingeben müssen. Das gebt ihr hier über den Drücker ein. Ich zoome mal rein. So, also hier, ich muss von der Seite vielleicht drücken, dann könnt ihr es besser sehen. Also Farbcode ist hier der Rot, Grün, Rot, Blau, Blau, was auch immer. So, wenn ich jetzt hier gedrückt halte, dann geht es natürlich nicht. Ich hoffe, ihr seht es. Er geht durch die Farben und ihr lasst dann los. Grün ist da. Jetzt muss ich wieder warten, bis Rot kommt. Dann muss ich zweimal auf Blau warten. Ihr müsst halt immer loslassen. Und jetzt kommt noch einmal Rot. Und wie ihr seht, geht das Schloss auf. Wenn ihr den Code falsch eingibt, könnt ihr das bis zu dreimal machen. Und dann ist erstmal Sense. Dann kommt erstmal ein Zeitschloss rein. So, also ihr seht, ihr könnt das Schloss auch ohne irgendwelche Zusatzmittel öffnen. Also, was heißt, ihr müsst den Code haben, ihr braucht kein Handy dafür. Vielen Dank fürs Reinschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.